In den vergangenen 4 Jahrzehnten standen bereits Dutzende verschiedener Bildschirme neben all meinen Computern und Konsolen. Von der monochromen Bildröhre bis zum modernsten Flatscreen war beinahe alles am Start, mit einer signifikanten Ausnahme: Projektoren. Klar, fürs großformatige Filmeschauen im heimischen Wohnzimmer konnten Beamer und Konsorten in der Vergangenheit ganz schick sein. Damit zu zocken war jedoch eine total andere Angelegenheit, nicht zuletzt wegen der enormen Latenz. Mittlerweile gibt es jedoch etliche Gaming-Beamer auf dem Markt, die exakt darauf zugeschnitten sind. Werden sie nun damit eine sinnvolle Alternative zu darauf spezialisierten OLED-Schirmen? An dieser Stelle ein großer Dank an BenQ, die mir sowohl eine 100 Zoll Celexon-Leinwand als auch ihren Kurzdistanz-LED-Projektor TH690ST zur Verfügung gestellt haben, um diese Fragen zu beantworten. Das Gerät verspricht mit Werten wie 2300 ANSI Lumen, HDR10-Kompatibilität als auch nur knapp 8 Millisekunden Lag bei 120 Hz ein angenehmes Gaming-Erlebnis, gerade in Kombination mit aktuellen Systemen wie der PlayStation 5 oder Xbox Series X. Da ich gerade in meiner Wohnung ein wenig renoviere und die Möbel umstellen will, habe ich etwas Platz geschaffen und einige Zeit damit verbracht, den Projektor auf verschiedenste Arten auf den Zahn zu fühlen. Was ist die korrekte Positionierung und Distanz? Und wie wichtig ist eigentlich eine Leinwand? Ein kleiner Hinweis vorneweg: Die Footage, die ihr gleich seht, habe ich mit meinem 50 Hz Camcorder in 1080p selbst gedreht. Da der Projektor mit bis zu 120 Hz arbeitet, kann es bei der Aufnahme zu Ruckeleien und Farbflackern kommen, die so im echten Leben nicht vorhanden sind. Sofern ich solche Umstände im Video nicht konkret anspreche, dann geht davon aus, dass es an meinem Equipment liegt und nicht am Gerät selbst. Gehen wir nun aber mal ans Eingemachte. Bevor ich konkret festlege, wo der Projektor am Ende seinen Platz findet, habe ich erstmal eine Ecke freigeräumt und die Richtung bestimmt. Je weiter ein Beamer von der Projektionsfläche wegsteht, desto größer wird logischerweise das Bild. Da der T690ST ein Kurzdistanzprojektor ist, bräuchte er bei einer Bilddiagonale von 100 Zoll nur knapp 1,5 Meter, um die Fläche zu füllen. Bei mir heißt das, dass er eher mittig im Raum steht oder alternativ an der Decke montiert werden kann, sodass zum Beispiel eine Sofagarnitur drumherum Platz findet. Des Weiteren empfiehlt es sich, das Gerät ebenfalls mittig zur Leinwand aufzustellen, um Verzerrungen zu vermeiden. Der hier verwendete Projektor kann Schrägen bis zu einem gewissen Grad per Menüeinstellung noch korrigieren, aber es wird nicht funktionieren, einfach irgendwo ein Regal in der Ecke zu verwenden. Für mich hat sich ein kleiner Beistelltisch angeboten, auf dem ich mit den verstellbaren Füßen meine Wunschhöhe gefunden habe. Die Linse hier ist zwar fest verbaut, aber ich konnte sowohl manuell die Schärfe ziehen als auch ein wenig zoomen, um das Feintuning zu machen. Damit man keine Nackenstarre bekommt, wird empfohlen, das untere Drittel der Projektionsfläche auf Augenhöhe zu haben, wonach ich mich auch gerichtet habe. Wie erwähnt, wird der Projektor am Ende hier mit einer 100 Zoll Leinwand betrieben, aber ich wollte den Unterschied zu einer nackten Wand zumindest mal ausprobieren. So richtig geeignet war mein Zimmer jedoch nicht. Die Oberfläche ist an Graufasertapete nicht gerade glatt und der Anstrich in Ocker verfälscht die Farben, von den Lichtreflexionen ganz zu schweigen. Dennoch war ich recht beeindruckt davon, dass ich durchaus damit spielen konnte, sogar im nicht komplett abgedunkelten Raum. Auf Dauer ist das natürlich nicht empfehlenswert und ich ließe damit auch was an Bildqualität liegen, aber es ging schon irgendwie. Wofür diese Session aber letzten Endes ganz praktisch war, ist die richtige Position der Leinwand zu finden. Auch dafür gibt es verschiedene Optionen wie eine ausrollbare Stofffläche oder mobile Leinwände mit Standfuß. Die Leinwand von Celexon hingegen wird fest installiert und bietet ein sogenanntes Dynamic Slate ALR Tuch, was für hohe Kontraste, HDR und Auflösung bis zu 8K geeignet ist. Lasst euch nicht von der silbernen Oberfläche ablenken, im Zusammenspiel mit dem Projektor ergab sich am Ende eine gute Farbtreue. Wegen der Größe empfiehlt es sich, beim Aufbau einer solchen Leinwand mindestens zu zweit zu sein. Außerdem müssen ein paar kleine Löcher für die Halterung gebohrt werden.
Für Leute wie mich, die nur selten handwerkliche Arbeit daheim machen, sei gesagt, dass es nicht zu kompliziert ist, verwendet vor dem Bohren zur Sicherheit aber wie immer einen Leitungsprüfer, um nicht irgendwelche Rohre oder Stromleitungen zu treffen. Das Testbild des Projektors war tatsächlich sehr nützlich, um die Position der Bohrlöcher zu bestimmen. In Kombination mit einer Wasserwaage habe ich dann in ein paar Stunden die Leinwand schön gerade aufbauen können. Der erste Eindruck von meiner längeren Zockeinlage war dann auch, dass der Projektor im Zusammenspiel mit der Leinwand seine Stärken besser ausspielen kann. Kleine Verzerrungen können, wie erwähnt, mit der Keystone-Option ausgebessert werden. Die Farbtemperatur wird im Menü fein justiert. Ich konnte im hellstrahlenden Tageslicht durchaus auch ein wenig spielen. Es empfiehlt sich aber natürlich, sich entsprechend lichtundurchlässige Gardinen zuzulegen, wenn man nicht nur am Abend zocken möchte. Die meiste Zeit am Projektor habe ich mit der PS5 verbracht, mit der ich verschiedene Optionen mal durchprobieren konnte. Reden wir zuerst mal über den Lag, denn das war ja bisher der größte Hinderungsgrund bei mir. Der T690ST verspricht eine sehr geringe Verzögerung von nur knapp 8 Millisekunden, das allerdings nur, wenn man eine Quelle in 1080p und mit 120 Hz verwendet. Bei den eher konsolenüblichen 60 Hz würde sich der Lag auf immer noch recht niedrige 16 plus Millisekunden verdoppeln. Wer einen halbwegs aktuellen PC oder Laptop benutzt, der kann natürlich viel mehr Spiele auf bis zu 120 Hz hochdrehen. Auf der PS5 gibt es bisher nur ein paar gesonderte Titel, wie zum Beispiel das Remake von The Last of Us. Das hat in 120 Hz eine gute Figur gemacht, mit sehr flüssigen Animationen und responsivem Gameplay. Bei solch einem Spiel mit vielen Licht- und Schatteneffekten kam der HDR-Support des Projektors gut zur Geltung. Hier lohnt es sich natürlich extra, in den Settings von Konsole als auch Beamer die richtige Mischung zu finden. Selbstverständlich bekommt ihr bei einem Projektor kein perfektes Schwarz wie mit OLED-Schirmen, was an der Natur der Technik liegt. Dafür sollte der OLED-typische Burn-in beim Projektor nur wenig ins Gewicht fallen. Rein subjektiv habe ich zumindest aber kein trägeres Gameplay als bei meinem Fernseher im Spielmodus gespürt. Ähnliches gilt auch bei Content in 60 Hz. Trotz der Doppelung der Millisekunden fühlte sich das Zocken für mich zumindest ähnlich reaktionsschnell an. Bestätigt wurde mein Eindruck durch einen kurzen Startmenütest, bei dem der Optionswechsel direkt nach Betätigen des Controllers stattfand. Da dieser Projektor auf 1080p beschränkt ist, wird nativer 4K-Content runterskaliert und wirkt verglichen mit kleinformatigen Bildschirmen ein wenig weicher. Dafür kommen Retro-Games gut zur Geltung und sehen trotz der vielfachen Hochskalierung schön scharf aus. Für die Audioausgabe bietet der TH690ST ein paar verschiedene Optionen, inklusive verbauter Lautsprecher, die den Gaming-Sound ordentlich laut und hörbar wiedergeben können. Bei kurzen Sessions war das durchaus in Ordnung, langfristig ergibt es aber Sinn, sich Gedanken über andere Optionen wie eine Soundbar oder gar eine ausgewachsene Anlage zu machen. Das Gerät bietet dafür sowohl eine handelsübliche 3,5 mm Klinkensteckerbuchse als auch eine Anschlussmöglichkeit für optische Kabel. Spielt man alleine, könnte auch ein gutes Paar Kopfhörer eine Alternative sein. Wenn wir schon mal beim Thema Sound sind, je nach verwendetem Bildmodus gibt der Projektor unterschiedlich laute Betriebsgeräusche von sich. In der Standardeinstellung sind es in etwa 34 dB, die im sogenannten Eco-Modus auf 28 dB sinken, was sich allerdings auch auf die Gesamthelligkeit auswirkt. Ich selbst bin auf Eco gut gefahren, so konnte ich den Beamer direkt neben mir stehen haben und obendrein steigt die angegebene Lebensdauer der Lichtquelle dadurch von 20.000 auf 30.000 Betriebsstunden. Nachdem ich jetzt etwas Erfahrung sammeln konnte, bin ich auf jeden Fall sorgenfreier, was das Zocken per Beamer angeht. Zu den bisherigen Vorteilen wie der enormen Bildgröße und allgemeinen Platzersparnis kommt jetzt, je nach Gerät, eine fixe Reaktionsgeschwindigkeit hinzu. Per HDMI lassen sich dazu noch alle möglichen Bildquellen anschließen. Besonders für lokalen Multiplayer mit einer größeren Gruppe oder Sportspiele kann so ein Projektor den Spaßfaktor um einiges erhöhen. Grundsätzlich sollten die wichtigen Fragen aber auch unbedingt im Vorfeld geklärt werden, wie die Position vom Projektor als auch Leinwand und ob der Raum vernünftig abgedunkelt werden kann. Und wie löst man das am besten mit dem Sound?
Bei einer festen Installation verwendet man das Gerät auch sicher öfter, als wenn man vor jeder Session alles wieder aufbauen muss. Dazu spielen sowohl Energieeffizienz als auch die Langlebigkeit noch eine wichtige Rolle. Interessanterweise gibt es bereits OLED-Fernseher, die bis auf ein paar Zoll an die Bilddiagonale eines Beamers herankommen können. Allerdings kosten diese momentan in etwa so viel wie ein Kleinwagen und verbrauchen knapp das Dreifache an Strom. Da ich kein Gelegenheitszocker bin, würde der Projektor für mich nicht mein bisheriges Setup ersetzen, aber als Alternative für bestimmte Spiele oder die passende Situation ist es doch eine nette Option. Und ich bin mir sicher, dass auch der eine Film oder die andere Sportveranstaltung gelegentlich über die Leinwand flimmern wird. Aber wie schaut's bei euch aus? Habt ihr Bock aufs Zocken per Projektor oder macht ihr das vielleicht sogar schon? Schreibt gerne eure Erfahrungswerte und Tipps in die Comments, um anderen Leuten gegebenenfalls die Entscheidung zu erleichtern. Ich bedanke mich jedenfalls wie immer fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.